Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu Sniper Ghost Warrior 3. Schön, dass ihr da seid. Und wir müssen jetzt noch den letzten holen. Jetzt weiß ich nur nicht, bevor ich hier den letzten mir hole, will ich jetzt einfach mal gucken. Ne? Packe ich mir jetzt einfach mal hier hin und nehme auch mal meine Drohne. Und schau jetzt einfach mal. Nicht, dass da irgendwo noch so ein Idiot in der Nähe ist. Genau, das dachte ich mir nämlich gerade. So. Ist wahrscheinlich ein bisschen näher ranfliegen, dass ich die markieren darf. Ja. Markierst du die jetzt auch endlich? Na, muss ich denn da noch ran? Die markiert denn nicht, oder was? Okay. Gut, weil bevor ich mir nämlich den da drüben hole, wäre das nämlich jetzt echt scheiße, wenn die mich da oben nämlich deswegen erwischen. Okay. Gut. War eine schöne Reihentötung. Jetzt kann ich mir den anderen nämlich da hinten holen. Dann kann ich den nämlich unter Umständen auch verhören. Also in der Hoffnung, dass da jetzt keiner drin ist, wohlgemerkt. Oh. Oh. Jo. Okay, pass mal auf. Einfach mal auf offenem Feld stehen geblieben. Die Drohne ausgepackt. Ist das nur einer? Ach, jetzt ist er weg. Okay. Wo auch immer der jetzt gerade hin ist. Okay, schön sneaky rangehen. Und mal verhören. Fang an zu reden. Ich erzähl dir verdammt nochmal gar nichts. Die sind aber auch hartnäckig, ey. Okay. Ab ins Gebüsch mit dir. Da mal so in die Ecke. So, jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Wenn ich das Ding jetzt zerstöre, könnte ich Alarm auslösen. Ich glaube, ich nehme lieber mal hier die AK. Bin drin. Und ich habe das Gefühl, ich bin hier unten nicht alleine. Seh dich um und bleib wachsam. Dort unten gibt es vermutlich Kameras. Ist mal von auszugehen. Ah! Kann sie benutzen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der andere Schmock da ist. Da hinten ist er doch. Das Problem ist halt nur, wenn da vorne jetzt Kameras sind, bin ich halt mal ziemlich gearscht, ne? Dass der die Drohne nicht sieht. So, wie weit kommt der denn vorgelaufen? Okay, der läuft da einfach seine Runde. Oh, mutig bin ich ja in der Hinsicht. Okay. Wie komme ich da jetzt raus? Achso, mit E. Gut. Die eine Kamera war da oben. Okay. Läuft der links rum oder rechts rum? Der läuft rechts rum. Okay, sneaky mir den holen.
ich will ihn mir zumindest einen Sneaky holen. Er ist noch ganz schön schnell gerade. Komm. So. Fang an zu reden. Dein Ziel ist da drüben. Geht doch. Geht doch. Okay. Ich würde töten für eine warme Mahlzeit. Mein Ziel ist da drüben. So, jetzt muss ich gerade nur nochmal da drüben an den Kasten gehen. Oh. Das war ganz schön laut gerade. Ich weiß gar nicht, darf ich die Kamera so zerstören, ohne dass sie jetzt irgendwie, sag ich mal, großartig kaputt gehen? So. Den hätte ich gespottet. Frank, ich sehe gerade das Überwachungsvideo. Die Ausrüstung dieser Männer ähnelt der in Kozori. Sie müssen zusammenhängen. Versuch, handfeste Beweise zu finden. Lade schon die Aufzeichnung herunter. Das sollte reichen. Verschwinde, bevor sie etwas bemerken. Ah, der Tunnel schließt genau vor meinen Augen. Scheiße. Sie wissen, dass du dort bist. Irgendeine Idee? Derart vernetzte Tunnel müssen ein Belüftungssystem haben. Vielleicht kannst du das nutzen. Versuchen wir's. Okay. Mal schön einen Alarm ausgelöst und dann wollen wir doch jetzt mal gucken hier. Okay, den treffe ich so erstmal nicht. Den könnte ich so treffen. Position gefährdet. Geh in Deckung. Okay, den hätte ich. Den hätte ich auch. Okay. Na komm, dann plündern wir mal noch schnell. Warum auch immer die mich jetzt entdeckt hatten, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber gut. Vielleicht ist es auch einfach geplant so gewesen. Dann bin ich ja froh, dass ich mir den anderen vorher schon geholt hatte. So, viel mehr ist hier ja eigentlich nicht. Okay, Kamera ist da oben. Ach so, dann muss ich wahrscheinlich erst da drüben rein. Okay. Dann gehen wir erstmal nach da drüben. Wo ist denn die andere Kamera? Okay, was weg ist, ist weg. So, du tust mir ja nichts. Geh weg, Mann. Naja. Ist ja gut, ey. Mal gucken, dass ich da jetzt noch rauskomme. Unfallfrei. Ja, komm. Stellt sich aber wieder an hier. Also ein Ding, das zu überspringen. Da muss man doch nicht hier die Leiter hochspringen. Okay. Cool, werde ich mit dem Heli abgeholt. Sie hat ein Angebot. Auf die Knie, North. Ruhig. Keine gute Entscheidung. Ich würde sie lieber gleich erschießen. Dein Bruder ist tot. Wann? Wie? Ich habe ihn getötet. Aber er war bereit, John. Hat es begrüßt. Folter! Verdammte Schweine! Glaubst du an Auferstehung, John? Was zur Hölle? Du Monster! Du glaubst doch.
nicht wahr? Das kann ich dir anbieten. Auferstehung? Klar, Sie sind irre. Ich bin Amasi. Verdammt, ich dachte echt. Gott sei Dank, Robert. Los, ich kann alles erklären. Dir persönlich. Schalte deinen Kopfhörer aus. Schön, oder? Er atmet tief. Du hattest recht, John. Ich war verbittert und einsam. Ich habe an nichts geglaubt. Ich hatte nichts außer Zweifel. Fragen und Zweifel. Jetzt habe ich Gewissheit. Absolute Gewissheit. Was haben sie dir angetan? Sie zeigten mir die Zukunft, Bruder. Und ich will, dass du dich mir anschließt. Die Gesellschaft 23 ist überall. In deiner teuren Kirche. Bei deinen geliebten Marine Corps. Klar, diese legendäre, international geheime Todesmaschine wird die Welt verändern. Oh, John. Erst ignorieren sie dich. Dann lachen sie dich aus. Dann kämpfen sie gegen dich und dann gewinnst du. Du kannst gegen uns kämpfen, aber wir werden gewinnen. Wie kannst du Gandhi zitieren, um das endlose Blutvergießen, den Mord an Kindern zu rechtfertigen? Du bist ein verfluchter Terrorist! Ich bin einer von vielen Geisterkriegern. Wenn nur die Starken überleben, zeigen wir ihnen ihre Stärke. Was zur Hölle, Robert? Das alles klingt unfassbar, ich weiß. Als sie mich gefangen nahmen, wehrte ich mich mit allem, was ich hatte, aber egal wie oft ich versuchte zu entkommen, es fühlte sich so an, als wenn sie meine Gedanken lesen konnten. Und dann zeigten sie mir etwas. Hör mir einfach zu. Spezielle Optimierung durch Wissenschaft. Unglaubliche Spitzentechnologie. Der Helm, den ich dir aus deinen Händen schoss. Wenn du einen Donut hochhalten würdest, könnte ich perfekt durch das Loch schießen. Sorry, Kumpel, aber so gut ist niemand. Hast du den Falken da oben gesehen? Nein. Deswegen war ich gewillt, Robert sterben zu lassen, um als Amasi wiedererweckt zu werden. Sie verbessern deinen Körper und Geist, bis du zu allem in der Lage bist. Wir müssen los, Chef! Wir müssen dich auch wiedererwecken. Eine Wiederauferstehung als einer von uns, John. Wir müssen sofort los, Chef! Komm mit mir mit! Glaube daran! Jetzt! Der Vogel lebt ab! Was haben sie dir angetan? Was für Scheiß haben sie dir angetan? Ich liebe dich, Bruder! Okay. Wobei, ich muss ja sagen, hab's mir fast schon gedacht, wer Amasi ist. War jetzt nicht ganz so verwunderlich. Ich dachte, es wird mich umbringen. Hast du gut gemacht. Er schaute mir in die Augen. Du hast getan, was du musstest. So läuft das. Man zieht nur diesen verdammten Abzug. Du tötest oder du wirst getötet. Den Jungen, den ich verdroschen habe? Er meinte, dass du dort oben stirbst. Dass du in deinem Sarg wiederkommst, wie die Soldaten in den Nachrichten.
Ich komme zurück. Gesund und munter. Versprochen. Ganz Afghanistan reicht nicht aus, die North-Brüder zu schlagen. Hörst du mich, Rob? Ich werde immer für dich da sein. Okay. Da wissen wir jetzt auch, warum er den anderen armen Jungen verdroschen hat. Robert ist fort. Was? Hat er das Land verlassen? Was ist passiert, John? Robert ist tot. Er ist fort. Er ist auferstanden. Robert ist der verfluchte Feind. Bisschen langsamer, bitte. Er ist Amasi. Robert ist Amasi. Was redest? Die Wissenschaft hat ihn zum Supersoldaten der Gesellschaft 23 gemacht. Er war der Schütze, der den unmöglichen Schuss bei der Hochzeit gemacht hat. Der neue Robert. Warte mal, Robert? Diese ganze Geheimgesellschaft ist echt? So echt, dass ich kotzen könnte. Nur mit der Ruhe. Atme tief durch. Atme durch. Atme durch. Ich kann überhaupt nicht atmen. Oh Gott. Okay. Okay. Die Gesellschaft 23 hat ihm ein Mittel gegeben, das seine DNS und seinen Verstand beeinflusst hat. Dazu haben sie ihm hochmoderne Waffen gegeben und ihn zu diesem verfluchten Experiment gemacht. Und er ist darauf stolz. Er wollte, dass ich zu ihm übergehe. Wir alle haben Gerüchte gehört, aber... Er sagt, sie sind überall. Ganz oben in der Regierung, dem Militär, sogar bei den Marines. Er sagt, wir sind die ganze Zeit von ihnen umgeben. John, wir sind alle hier. Wir sind in deiner Nähe. Wir halten dir den Rücken frei. Lydia hat recht. Das ist ein Problem, das wir lösen können. Das ist kein Problem, Frank. Das ist Verrat. Das ist Hochverrat. Jonathan North, ich habe einen Auftrag für dich hinsichtlich deiner kürzlichen Großtaten bei der Höhle. Mein Mann steht in Kontakt mit Mr. Sims, aber er muss dich persönlich treffen, bevor er dir die Aufgabe anvertraut. Ich schicke dir seinen Aufenthaltsort. Okay. Gut. Na, da haben wir jetzt auch einiges an Videosequenzen mal gesehen. Erst den Unterschlupf, weil ich wissen will, was ich Neues habe. Bevor ich jetzt irgendeine weitere Mission starte. Weil ich mal wie immer nicht aufgepasst habe. Außerdem muss ich mal einen Schalldämpfer reparieren. Und bevor ich es vergesse. Ich habe Marker, ich habe Lokmunition dabei. Die werde ich austauschen gegen die Panzerbrechende. Badabum. So. Ja, CC50, okay. Aber die hat natürlich auch so einen wunderschönen Kammerverschluss, ne? Der Rückstoß ist ja schon brutal, ne? Hat er auch so gut wie keine Schalldämpfung. Also das heißt, ich werde euch eigentlich relativ schnell gesehen werden. Kann ich mich jetzt gerade noch nicht so ganz entscheiden hier irgendwie. Na gut. Erstmal den hier reparieren. Warum geht es denn nicht, Mann? Muss ich immer da drauf gehen oder was? Okay. So, dann hätten wir hier den Schalldämpfer. Nicht gerne reparieren würde. Neue Pistole brauche ich nicht. Okay, da habe ich noch kein MK3. Heilung habe ich auch noch alles. Ein Traum. Okay. Auf jeden Fall brauche ich ein bisschen Standardmunition noch. Machen wir einfach mal 40 Schuss hier. Allzu viel habe ich ja nicht mehr. Ansonsten muss ich es halt kaufen. Und wir haben den einen Skillpunkt. Hier haben wir bei Geist noch einen Skillpunkt. Das ist sehr gut. Das heißt, mehr Leben brauche ich jetzt eigentlich weniger.
Sanitäter oder Gespenst? Ich glaube, ich nehme das Gespenst, weil weniger Geräusche erstmal wesentlich besser sind für mich. Gut, und das war's dann halt auch schon. So. Genau. AP, Marker und normale Geschosse. Wunderbar. Da könnte man mal das Kit mir mit reinnehmen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich eigentlich nur 10 Schuss mitnehmen kann, ne? Oder habe ich das jetzt einfach nur... Sehe ich das nur verkehrt? Ne, ich darf nur 10 Schuss mitnehmen. Ich darf aber mehr Marker mitnehmen. Komm, kauf mal noch welche. Jetzt zwar nicht, dass ich jetzt großartig mit denen bisher gespielt hätte, aber... Ach nee, jetzt hat ich mich verguckt. Ach, egal. Egal. So. Gut, Leute, bevor wir in die nächste Mission gehen, ihr kennt ja leider das Spiel. Wir sind leider am Ende einer Folge. Lasst mir einen Daumen oben da. Packt mir in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr weiter mit am Ball bleibt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.